Hallo, guten Tag und Dobber Dan hier auf meinem Kanal. Ich bin Jan Jugo und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderbaren Tag da draußen und das sage ich nicht nur so, das meine ich auch so. Ich hoffe, euch geht es gut. Wenn ihr aus den Nachrichten oder im Film von einem Bank- oder einem Raubüberfall hört oder seht, dann spielt meistens ein Faktor eine ganz wichtige und entscheidende Rolle bei der erfolgreichen Durchführung des Plans und zwar schnell rein, schnell raus. Ja, und genau das gibt es heute auch im Vigor Gameplay zu sehen. Dass es da dann doch einige Probleme gibt, seht ihr jetzt auch gleich im Gameplay. Aber im Prinzip, guckt es euch einfach an. Und dann könnt ihr gerne danach mal kommentieren, wie es euch gefallen hat. Ich fand oder finde, es ist eine sehr gute Runde geworden. Lasst euch überraschen, was da dann doch noch alles so passiert. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Alles Gute, euer Jan Jugo. Und jetzt, let's go! Hallo Grontheim. Gröntheimtal. Der Tresor ist gegenüber, direkt gegenüber, direkt gegenüber. Lass uns einfach dahin. Lass uns einfach mal dahin gehen und mal gucken, ob wir vielleicht ja den Tresor-Loot bekommen oder ob wir einfach erschossen werden. Mal sehen, was passiert. Ich muss auf jeden Fall über die Wiese und das ist nicht so geil, weil oh. Puh, hallo. Digga, du hast mich ein bisschen erschreckt. Aber alles cool. Ich muss über den Fluss, übers Wasser rüber. Aber ja, dann machen wir das doch mal. Autsch. So. Ich sehe den Tresor, der steht da oben. Ich muss aufpassen, hier ist noch jemand. Ich glaube im Haus. Ich höre nämlich irgendwie so. Ich höre so Rumgeklacker. Ja, ja. 100%. Da, 100%. Oh, das war aber ganz knapp. Guckt euch meine Energie an. Holy shit. Boah, ich hab richtig Blut am Kopf. Erstmal heilen. Die hatten leider auch gar nichts an Heilung dabei, aber... So, hier ist der erste Schalter. Und hier ist der zweite. Nein, aber doch, warte. Hier, 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 hier. Puh, geil. Jetzt den Tresor leer machen. Warte. Der Tresor... Ist hier. Nee, hä? Wo war der Tresor? Bin ich dumm? Ah ja. Ha. Geil, die nehmen wir mit, die H-Bar. Und dann haben wir noch... Oh, die ADR ist auch geil.
Nehme die doch lieber mit. Puh, geil. Okay, wir haben den Tresor. Wir haben 2 Kills. Wir könnten raus, weil jetzt beim Abwurf noch irgendwie draufgehen und alles wieder verlieren. Nein, nein, danke. Wir machen Get In, Get Out. Knapp war es aber, richtig knapp. Mein Kopftuch zeugt immer noch vom heftigen Gunfight mit der Schrotflinte. Wir machen uns Richtung Ausgang. Und sichern das Loot. Ist jetzt nicht ist nicht so krass viel, vor allem diese ganze Schrotpatronen können weg. Ah, immerhin 20 Chemikalien, 60 Metallteile, ist doch gut, ist gut. Haben oder nicht. Und auf dem Weg gibt es sogar noch ein bisschen Nahrung, die wir sammeln können. Wollen wir mal hier oben reingucken? Hä? So, hier war Nahrung noch unten drin. Okay, hier ist nichts mehr. Nur ein Schlafplatz. Was liegt denn hier hinten noch? Ach, wieder dieses Buch. Dieses Pornobuch. Was ist das hier? Ist das Feuerzeugbenzin oder beziehungsweise Petroleum für die Lampe? Ich glaube schon. Okay. Ich gucke noch ein bisschen, ob es hier noch irgendwo Nahrung gibt, weil die nimmt man natürlich gerne mit. Flussübergang. Ach, da oben ist ja auch die Horrorhütte. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, checkt das mal ab. Da oben ist die Horrorhütte. Gehe ich jetzt aber nicht nochmal hin. Dazu habe ich ja schon ein Video gemacht. Da ist unser Ausgang, Leute. Ja. Schön. Schönes Ding. Ciao. Tja. Das hat gut funktioniert. War aber knapp.